Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flash Game. Ich bin Little Kumpus Brain oder einfach nur Yannick und begrüße euch bei einem neuen Point-and-Click-Spiel namens Necrapsaria. Mal wieder ein Spiel, was man kaum auf die Kette kriegt, wenn man es aussprechen möchte. Aber wie ihr auch schon an diesem Bild hier erkennen könnt, es ist sehr gruselig oder sieht zumindest ziemlich creepy aus. Deswegen starten wir gleich mal durch. Das sieht nach Werbung aus. Auch wenn es interessante Werbung ist. Das sind wir anscheinend. Hey, Generator! What? We ran out of energy, aren't we? Yep. Crap! Give to me some fuel, Johnny Boy! Wenn wir schon mit unserem Generator reden und sowas im Fernsehen sehen, sind wir wahrscheinlich gerade auf einem sehr, sehr harten Trip, möchte ich sagen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Cockroach! Gabel und Cockroach gleich Liebe. Not human. Eat other cockroaches, boy. Someone glass. Okay. Gut. Point-and-Click-Spiel braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir müssen wieder den Fernseher zum Laufen kriegen. Können hier nur mit der Maus ein wenig rumklicken. Deswegen ist immer so ein schönes Spiel für nebenbei. Kann man mal so ein bisschen nebenbei zocken. Ist ganz cool. Und dementsprechend gibt es heute mal wieder dieses Flash-Game. Es gibt insgesamt 3 Teile von diesem Spiel. Und wir haben wohl dann ein bisschen was vor uns. Perfekt. Was ist da? Ein Seil. Okay. Sonst noch hier was? Können wir hier noch weiter weg? Hallo. Give to me something tasty. Okay. Der möchte doch dann bestimmt eine Cockroach, oder nicht? Denke ich mal. Cockroach heißt ja auf Deutsch Kakerlake. Da können wir da vielleicht das... Ja, guck mal. Hier ist das Seil. Okay. Moin. Ist gar nicht creepy aus. Halleluja, die Welt ist jetzt ja schon gigantisch. Okay, da geht nichts. Können wir hier vielleicht... Nee, auch nicht. Okay. Ist immer so ein bisschen rumklicken und rumsuchen. Und was ist das für eine riesige Welt? Okay. Das ist ein Dude, der am... What the... Am Abgrund sitzt. Also ihr seht schon, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, kann man sagen. Was ist das? Gift? Sieht aus wie Gift. Denke ich mal. Guck mal, hier gibt es dann aber schon mal nichts Besonderes mehr, glaube ich. Ne, das kommt nur mal der Zug vorbei, aber am Zug ist auch nichts. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Hier noch irgendwas am Rand. Ne, da waren wir jetzt drin. Was ist hier? Da können wir Wasser reinfüllen. Okay, wir haben da jetzt Wasser drin. Können wir vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Was haben wir da? Eine Kiste. Insekten! Okay, jetzt haben wir ein Rad. Und die Insekten sind tot. Das hat einigermaßen gut geklappt. Okay. So, wo brauchten wir da noch ein Rad? Da können wir ein Rad einsetzen. Hallo? What the fuck? Water! Passiert bei mir auch immer. Wenn ich zu viel Wasser trinke, dann sprießt einfach ein Baum aus meinem Bauch. Wenn ihr wüsstet, wie oft das schon passiert ist. Warum ist hier so viel Blut? Moin. Go away. Nö. Go away. Also für den brauchen wir wohl noch irgendwas anderes, was Spezielles, was wir dem verabreichen. Vielleicht können wir auch nochmal Wasser schöpfen. Ist vielleicht auch noch eine Option. Nee, Wasserschöpfen kommen wir auch nicht mehr. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Den ganzen Kadradatsch. Denn hier kann man ja auch noch nach rechts. Wir haben einen Kopf. Ich frage gar nicht, warum wir einen Kopf haben und wofür wir einen Kopf brauchen. Aber wir haben einen Kopf. Klar. Halleluja, ist das Spiel creepy. Make me perfect. Ah, der braucht ein Brett. Das haben wir schon gesehen. Der braucht ein Brett vorm Kopf. Manche Leute wollen auf dieser Welt einfach ein Brett vorm Kopf. Denkt da immer dran. Okay. Was gibt's hier? Moin. Tickets, please. Das sind keine Tickets dafür, ne? Ne. Schade. Da geht's also auch nicht lang. Du willst keinen Kopf, ne? Ne. Hat mich auch gewundert. Das hätte selbst mich gewundert, muss ich ehrlich zugeben. Perfect. Der Perfect, wenn er noch ein Brett hat. Ja, das haben wir schon gesehen.
Gibt's hier irgendwo ein Brett oder ähnliches? Und den Kopf müssen wir auch noch irgendwo einsetzen, das ist die Frage. Wo wir den Kopf einsetzen. Gehen wir hier erstmal raus. Halleluja. Hi, Johnny Boy. Ach, deswegen konnten wir mit dem Generator reden. Oh Gott. Oh, eine einsame Hütte. Da gehen wir nochmal hin. Und wir haben ein Brett. Tada. Das ist schon mal ein guter Anfang. Denn das Brett brauchen wir. Ich weiß auch schon, wo wir das einsetzen müssen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Und da ist... Yay! Ein Insekt. Haha. Das heißt, dem können wir gleich das auch zu essen geben. Also jetzt läuft es schon mal ganz gut. Denn ich habe ganz oft Angst, dass ich mich in solchen Spielen verhadere. Es gibt ja auch so Escape-Spiele, die ich eventuell auch spielen werde. Und da verhedder ich mich ganz oft, dass ich halt nicht mehr weiter weiß, nicht mehr weiter komme. Aber hier ist das anscheinend gerade nicht so. So. Eat this. Please. Gibst du mir dafür auch irgendwas? Okay. Use this if you need help. CB. Okay. Das ist irgendwas, was uns wohl helfen wird. Okay. Gehen erstmal jetzt... wo war denn der Typ, der perfekt werden wollte? Hier, ne? Jo. Bitte sehr. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Die Frage ist, was ist das andere, was ich hier habe? Und was mache ich mit dem Kopf? Den Kopf haben wir hierher, das ist richtig. Wir können ja erstmal zurückgehen. Muss man einmal kurz wieder... Zup. Handy stumm schalten. So. Einmal hier schauen, ob der Schlüssel hier schon passt. Jawoll. Du willst einen Kopf. Fix me, Johnny Boy. Was willst du denn noch haben? Fix me, Johnny Boy. Operator plus 5. Okay. Irgendwas brauche ich also noch. Sollten wir ja auch noch hinkriegen, keine Frage. Das schaffen wir auch noch. Wir haben halt auch immer noch dieses Ding hier. If stuck, then use this. Okay, weiter nach links geht es hier nicht. Hi, Johnny Boy. Das ist aber doch nicht so ein Ticket, was wir hierfür brauchen, oder? Nee. Wofür ist das Teil denn mal gut? Tilda. Ah, ist das vielleicht... Ja, der... Dem können wir nicht mehr helfen. Tada! So schnell geht das. Was ist das denn? Ach, damit können wir wahrscheinlich irgendwie nähen. Können wir damit vielleicht den Typen fixen, indem wir ihn irgendwie zusammennähen? Klingt weird, ich weiß. Wir spielen aber auch ein super weirdes Spiel. Halleluja. Tada! Ticket to Ride! Perfekt. Das hätten wir uns aber eigentlich auch, ehrlich gesagt, selber bauen können. Einfach nur ein Zettel, wo drauf steht Ticket to Ride? Komm schon. Bitte. Gut. Tickets, please. Da, bitte sehr. Wo führst du uns jetzt hin? Oh Gott, nochmal eine ganz neue Welt. Um Gottes Willen. Fuel! Jack. Oh ne, was ist denn mit Jack los? Warum ist Jack so kaputt? Oh. Du Bösewicht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas hier noch mit dem Ofen machen. Sonst wäre der Ofen ja nicht da. Können wir da vielleicht irgendwie noch von außen was dran verändern? Sicherheit. Ganz wenig überfordert, ehrlich gesagt. Jack braucht seinen Kopf wieder, das ist klar. Ofen wäre jetzt an. Ah! Zip! So einfach geht das. Danke für den Kopf. Mal eben hier den angezündet. Phew! Ja, nice. Haben wir damit jetzt schon unser Ziel erreicht? Wäre ja cool. Denn unser Ziel war ja so gesehen, dass wir dem Generator jetzt sein Benzin wiedergeben. Hey, look at what I found. Aww. Und wir können weiter jetzt in die Glotze gucken. Yeah. Super. Hello, Johnny Boy.
We're glad to see you. Welcome to Forest, Johnny boy. What? Hey, Generator. What? What happened? I don't know, Johnny boy. Oh. End of part 1. Hallelujah! Game by a Drawn Man-Eater. Das war ein interessanter erster Teil. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen Teile sind. Die werde ich natürlich auch für euch spielen. Das war auf jeden Fall mein kleiner Playthrough zu dem ersten Teil von Necrapsaria. Ein Titel, der noch in die Geschichte eingehen wird für seinen sehr komischen Namen. Das wäre es für heute. Wenn ihr mehr von Flash Games sehen wollt, klickt da mal an der Seite, ist noch was verlinkt. Oben könnt ihr ein Brain Chacho werden, um auf dem neuesten Stand zu sein. Das wäre es für heute. Bis dann, euer Brain. Tschüss mit Ü. Kaputt.